Einen schönen guten Abend alle miteinander. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz mit beiden Trainern. Stefan Effenberg für den SC Paderborn und Thomas Tuchel für den BVB. Und wie immer hat der Gästetrainer das erste Wort. Stefan, bitte. Ja, zum Spiel. Wir hatten eine gute Phase, haben gut angefangen, sind gut reingekommen und dann auch zur Halbzeit. Da habe ich auch noch gesagt, es ist alles möglich im Fußball, auch wenn du das zweite machst. Das ist uns dann nicht gelungen. Haben die Lücken gegeben, die dann Dortmund einfach auch ja, sehr gut ausgespielt haben und die Tore auch rausgespielt haben in ihrer Passsicherheit. Und dann, klar, 7 hört sich nicht gut an, ja, nach 4 oder 5 musst du zumachen. Ja, und versuchen, die Uhr runterzuspielen, das haben wir nicht gemacht. Wir haben dann trotzdem versucht, noch nach vorne zu spielen. Daraus müssen wir lernen. Ja, daraus müssen wir lernen, werden wir lernen und ich persönlich auch. Aber damit ist das Thema auch schon erledigt. Das habe ich den Jungs eben auch gesagt nach dem Spiel. Kurz mal durchschütteln und jetzt geht es morgen weiter für uns, für Samstag. Danke, Stefan. Thomas, deine Worte zum Spiel. Ja, wir sind natürlich sehr zufrieden und sehr glücklich über den Sieg, über die Art und Weise des Siegs, über viele Torchancen, über viele Tore. Über 70.000 Zuschauer beim Pokalspiel hier am Mittwochabend, denen dann sowas auch zu bieten, ist einfach ein tolles, tolles Gefühl und macht uns auch stolz, dass wir das in Serie schaffen, dass die Leute einfach begeistert auch nach Hause gehen, das wollen wir haben. Wir hatten Respekt vor Stefans Mannschaft, wir hatten Respekt vor Paderborn, auch vor der Qualität. Wir haben uns darauf eingestellt, dass sie mutig versuchen werden, mutig zu kontern, dass sie auch den Spielaufbau wahrscheinlich versuchen werden, mutig rauszuspielen, uns dort auch herausfordern. Und ja, es hat auch eine ganze Weile gedauert. Vielleicht haben wir durch das Gegentor sogar eine gewisse Schärfe und eine gewisse Konsequenz und Zielstrebigkeit erlangt in unsere Aktionen. Und unterm Strich steht ein hochverdienter Sieg und ein sehr hoher Sieg und ein Sieg, den wir sehr wertschätzen können und so auch erlauben, das den Wert zu schätzen und den nicht beiseite wischen. Das war, Paderborn ist ein Absteiger, ist eine spielstarke Mannschaft und ja, mit dem Trainerwechsel mit Rückenwind gekommen, mit einem neuen Impuls gekommen und wir haben es hervorragend gelöst und sehr gutes Spiel gemacht. Danke, Thomas. Ich nehme an, Sie haben alle auf der Hinfahrt zum Stadion gemerkt, was für ein Verkehrschaos herrscht. Unsere Gäste aus Paderborn müssen zeitnah weg. Deswegen bitte ich Sie ausnahmsweise, die Fragen an Stefan Effenberg zuerst zu stellen, damit er schnell zur Mannschaft und in den Bus kann. Ich bitte um Handzeichen. Oh, danke. Da auf dem Kamerapodest sehe ich eine Meldung. Sport 1. Sport 1, genau. Sie haben zweimal gewonnen, Herr Effenberg. Wie fühlt sich jetzt vor allem die Höhe der Niederlage an für Sie, als die erste Niederlage als Trainer? Ja, grundsätzlich sind Niederlagen nie schön, ja, das ist mal klar. Aber wir haben gegen einen Gegner verloren, der eine außergewöhnliche Stärke und Spielstärke hat. Und daraus müssen wir lernen, das habe ich gerade gesagt. Ich wiederhole mich da gerne und auch ich persönlich und das werden wir. Ja. Gibt es weitere Fragen? Scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann sage ich danke, Stefan. Alles Gute für dich und deine Mannschaft. Für euch. Tschüss. Alles klar. Oder kann ich auch mit? Oder? Nein. Hier geblieben. So, wir haben ein bisschen mehr Zeit und deswegen bitte ich jetzt um Ihre Handzeichen an. Für die Fragen an Thomas Tuchel. Bitte schön. Ja, vielleicht hättest du doch mitgehen können, Thomas. Erste Reihe, Oliver Müller von der Welt in der ersten Reihe, bitte. Herr Tuchel, Gonzalo Castro war ja ohnehin schon in den letzten Tagen, Wochen auf einem relativ guten Weg. Er scheint jetzt richtig angekommen zu sein. Wie bewerten Sie seine Leistung heute? Als sehr gut, sehr, sehr gut. Und ich freue mich auch außerordentlich für ihn, dass er das... dass es jetzt auch so offensichtlich war und auf dieser Bühne so war und dass er heute so einen Anteil hatte, das Spiel auf die Bahnen zu lenken und auf das Gleis zu stellen, was es dann genommen hat. Ich fühle mich bestätigt, einfach auch mit unserer Geduld und mit der Einschätzung, dass jeder Transfer seine Zeit benötigt und dass jeder Spieler auch seine Zeit benötigt und vor allem der Mensch, das ist ja nicht nur ein Sportler, sondern auch der Mensch seine Zeit benötigt, anzukommen, sich neu zurechtzufinden und
Ich finde es auch ganz außergewöhnlich, dass Gonzo es geschafft hat, für sich selber so eine Ruhe zu finden und gleichzeitig sehr ehrgeizig daran zu arbeiten an seiner Form und dass dieser Prozess ein kurzer Prozess ist, so kurz wie möglich. Und seine eigenen Befindlichkeiten, sein Ego da hinten anzustellen und seine Ansprüche, die er selber ja auch hat und an sich hat und auch an diesen Wechsel natürlich gestellt hat, sondern dabei geblieben ist, bei sich geblieben ist, viel, viel Energie in die Mannschaft gegeben hat durch immer auch fleißige Trainingsleistungen, durch immer eine positive Ausstrahlung. Und das, bin ich überzeugt davon und freue mich auch deswegen besonders, wenn du so viel Energie auch reingibst in der Phase, in der es dir selber persönlich nicht so gut gibt, dann kriegst du es zurück. Und er hat es jetzt zurückbekommen, er hat selber einfach den größten Verdienst daran, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht gegen Augsburg, hat heute nachgelegt, hat sehr konsequent gespielt und freuen wir uns sehr darüber. Punkt. Jörg Weiler von der Bild in der ersten Reihe. Mikrofon kommt gleich, Jörg. Ja, Tuchel, ich glaube, derjenige, der sich am meisten über seinen Bock geärgert hat, war Roman Bürki, der auch sehr selbstkritisch damit umgegangen ist. Was sagen Sie als Trainer Ihnen in so einem Fall? Ja, nicht mehr viel. Also brauchen wir keine Videoanalyse davon machen. Also, das ist am besten, das auch schnell abzuhaken. Und ich freue mich auch da, dass wir trotzdem weiter... Ja, ich freue mich eigentlich sehr über die Reaktion, nicht, dass wir diesen Fehler gemacht haben oder dass Roman den Fehler gemacht hat, sondern über die Reaktion, dass wir unbeeindruckt davon weitergespielt haben. Im Gegenteil, sogar nochmal an Schärfe, an Konsequenz dann gewonnen haben. Und ja, dass auch die Feldspieler so die Gelegenheiten genutzt haben, diesen Fehler vergessen zu machen, viele, viele Torchancen herausgespielt haben, ein Top-Spiel gemacht haben, dass es uns jetzt auch leicht fällt, so über diesen Fehler dann hinwegzugehen. Das ist ein außergewöhnlicher Fehler natürlich, aber der ist auch so außergewöhnlich, dass er, glaube ich, auch nur einmal im Jahr passiert. Gibt es weitere Fragen? Der Herr an der Wand, bitte. Ich wollte noch einmal nachfragen zu Castro, der ist ja ein sehr variabler Spieler, defensiv, offensiv, diese sehr offensive Rolle. Ist das was sich jetzt so ergeben hat oder ist das, was Sie für ihn von vornherein so vorgesehen hatten? Nein, das hat sich so ergeben, weil ich bin fest davon überzeugt, dass Gonzo mehrere Positionen für uns auf diesem Niveau spielen kann, aber wir hatten das Gefühl, dass es ihm vielleicht auch mal gut tut. Wir haben dann in dem Spiel in Hoffenheim hat er etwas defensiver begonnen und nach dem Wechsel von Marco Reus damals in die offensive Position hat er sofort eine herausragende Torbeteiligung gehabt, einen super Assist. Wir hatten das Gefühl, dass vor allem auch in seinem Druck, den er sich macht und in seinem Willen einfach uns zu helfen und doch auch mehr Leistungsträger zu sein, als er das so gefühlt hat, haben wir dann schon das Gefühl gehabt, vielleicht ja, nehmen wir ihm da ein bisschen Ballast, wenn wir ihn in eine Reihe weiter vorne spielen, wo er etwas kreativer, etwas freier spielen kann. Und die Gelegenheit dazu war gegen Augsburg, weil Miki kurzfristig ausgefallen ist und Gonzo hat es hervorragend gemacht. Und deshalb war klar, weil wir auf Marco auch verzichten mussten, dass er sofort auch auf dem Feld bleibt, weil Gonzo natürlich schon auch ein Spieler ist, der über viele Spiele dann Sicherheit bekommt und der diese hohe Belastungen auch verträgt. Und deshalb bleibt es auch dabei, dass er mehrere Positionen für uns spielen kann. Er hat dann auf der 8 für uns zu Ende gespielt, aber es ist eine gute Position, weil er sehr kreativ ist und sehr, sehr gut in der Torvorbereitung und auch im Torabschluss sein kann. Sebastian Wessling in der zweiten Reihe von der WAZ. Adrian Ramos hat heute das erste Mal von Beginn an gespielt. Unter Ihnen, wie sehen Sie sein Spiel? Ähnlich wie das von Gonzo. Und ich finde, da gehört auch Sven Bender mit dazu, der gegen Augsburg begonnen hat und heute eine halbe Stunde zu Ende gespielt hat. Da gibt es jetzt auf jeden Fall Jungs, für die alle das Gleiche gilt. Die haben sehr, sehr fleißig trainiert. Die haben wochenlang wenig Spielzeiten gehabt. Wenn sie gebraucht wurden, waren sie da und haben geholfen. Während die anderen auch viel Aufmerksamkeit, viel Feedback, viel Wertschätzung bekommen haben für auch außergewöhnliche Leistungen, haben sie fleißig weiter trainiert. Fleißig trainiert in den vielen Spielersatztrainings, jetzt zum Beispiel morgen in einer kleinen Gruppe und so weiter. Und da steckt viel, viel positive Energie dieser Spieler da drin. Und das ist etwas, was im Moment uns auch zusammenschweißt und was uns gut tut, wenn diese Spieler dann das jetzt auch zeigen können, da jetzt ein Vertrauen wächst und dass wir die Spieler auf unterschiedlichen Positionen und in unterschiedlichen Konstellationen auch miteinander spielen lassen können, ohne dass uns Torgefahr
verloren geht, ohne dass uns eine Kompaktheit verloren geht, ohne dass uns eine Giftigkeit in unserem Spiel verloren geht. Und das macht mich natürlich sehr glücklich, zum einen persönlich für diese Spieler, aber auch natürlich für unser gesamtes Spiel. Ich sehe keine weiteren Handzeichen. Da geht sie dann immer hoch. Sebastian Wessling, nochmal bitte. Man will ja auch den anderen eine Chance lassen. Nochmal eine Nachfrage zu Ramos. Der ist ja erkennbar, hat man ja heute auch gesehen, ein anderer Spielertyp als Pierre-Emerick Aubameyang. Wie hilfreich ist das dann als Trainer zu wissen, dass man eben jetzt auch auf dem Niveau jemanden hat, der eben ein anderes Spiel bringt und andere Aspekte nochmal mit einbringt? Ja, gut, weil wir versuchen das natürlich auch zu nutzen. Wenn Sie sich vielleicht erinnern, war Adrian ein ganz wesentlicher Schlüssel zum Beispiel beim Hinspiel in Norwegen gegen Odds BK, um von 1-3 auf 4-3 in der zweiten Halbzeit das Spiel zu drehen. Und da hat er vom rechten Flügel vom linken Flügel und war ein wichtiger Verbindungsspieler fürs Halbfeld und für Flugbälle mit seiner Kopfballstärke. Und da hat er einfach das ist einfach sein herausragendes Merkmal. Und das ist eine schwierige Situation, denn es besteht jetzt nicht der allerdringendste Grund, an Ober zu zweifeln vorne im Sturmzentrum. Und das ist seine nachgewiesen und natürlich auch seine beste Position. Aber er hatte da schon seine Schlüsselmomente und ist dran geblieben im Training und muss weiter dranbleiben. Es ist etwas, was wir von ihm auch verlangen, von allen verlangen, dass wir intern diesen Geist bewahren und diese Mentalität, fleißig zu bleiben, hart zu arbeiten und da bescheiden zu bleiben und den Weg so beharrlich weiterzugehen. Und das strahlt die Mannschaft im Moment aus und Adrian ist da ein wichtiger Spieler dafür. Und natürlich ist es ein großer Vorteil, unterschiedliche Qualitäten dann auch zu haben, ist ja klar. Wir beide sagen vielen Dank und wünschen Ihnen eine sichere, gute Heimfahrt. Tschüss. Ja.